Willkommen zurück zu einer neuen spritzigen Folge Raft. Ich bin mal wieder hier auf meinem wunderschönen kleinen Floß und es wäre echt schön, wenn ich hier auf dem großen, weiten, blauen Ozean einen Freund hätte. Ein kleines Männchen, das mich unterstützen würde. Ach ja, ich habe nur Bruce, den Hai, aber sonst niemanden. Ich bin traurig. Was zum... Oh mein Gott, ein kleines Männchen aus Holz. Du bist lebendig geworden, Pinocchio. Bin ich verrückt? Ist mir das Meeressalz ins Hirn gestiegen oder bist du real? Kreis gibt es wirklich. Kreis gibt es wirklich. Ich dachte, das wäre so ein erfundener Typ von mir selbst. Oh, ich bin noch nicht so der Hakenschmeißer hier. Du musst erstmal hier ein bisschen Stuff ranziehen. Alter, wir spielen Raft Co-op. Inofficial, Mann. Ey, zieh dir das rein, inoffiziell. Inoffiziell spielen wir zwei, wir freshen nackten Dudes. Mein Seil hängt irgendwie. Raft Co-op und ich habe mir einen Kreis gebaut. Ich war nämlich so traurig, dass kein neues Raft mehr auf meinem Kanal lief, dass ich mir gedacht habe, nein, du musst irgendwas den Leuten bieten, da muss irgendwas kommen. Ich baue mir meinen eigenen Kreis. Wie kann ich denn Sachen einsammeln? Kreis ist nämlich sowas wie mein imaginärer Freund. Den habe ich erfunden, als ich drei war und Angst hatte. Und habe ich mir so einen Typen namens Kreis erfunden. Bongo. Ja, so, du bist so wie mein Bongo. Ja, ich habe mir dann so einen drogensüchtigen Clown zusammengesponnen. Der drogensüchtige Clown. Oh, hey, hallo. Da hat er ja eins. Nicht? Geht nicht? Na doch, oder? Hier, hast du es doch. Hä? Wo? Zieh ran, du musst ranziehen. Gedrückt halten und ranziehen. Bongo. Also, guck mal. So. Ich muss mal das fast. Da drüben spinnt es ein bisschen rum. Naja, es ist alles Alpha, Early Alpha. Early, es gibt inofficial. Hast du denn irgendwelche Materialien? Nee. Da hinten schwirrt nämlich ein Fass rum. Guck mal. Warum dreht sich das alles so schnell? Ich weiß nicht. Drück mal die andere Maustaste, dann lässt du den Haken nämlich los. Mach das mal. Warte mal, oh. Ich versuch mal dein Fass zu holen. Guck mal, jetzt. Hier, ich hab dein Fass. So. Und ja, ich erkläre dir mal ganz schnell das Spiel, kleiner Kreis. Sammelt der das automatisch normalerweise? Genau, der sammelt es automatisch. Hast du irgendwas in deinem Inventar unten drin? Nein. Gar nichts. Aber warte mal, jetzt droppe ich mal was für dich. Moment, ich droppe mal hier diesen Samen. Kannst du den aufsammeln mit E? Ja. Hast du den jetzt in deinem Inventar? Ja. Also ja, normalerweise, guck, ich werfe hier was, dann zieht der das ja ran. Siehst du, wie die Latte hier zu mir hinkommt? Ja, aber bei mir backt hier immer so ein bisschen rum, glaube ich. Naja, vielleicht wird es ja demnächst besser. Aber so zieht man sich halt den ganzen Shit rein. Aber das ist gar kein Problem, wenn du jetzt hier nichts bekommst. Du kannst auch ins Wasser kurz reinspringen. Musst halt nur gucken, dass der Hai nicht zu weit weg ist. Moment, wir brauchen jetzt auch hier mal eine Waffe, sonst sind wir geliefert. Denn der Hai greift an nach einer gewissen Zeit. Wo ist es denn? Hier. Ah, ich habe kein Seil. Ich muss erstmal Seil herstellen. Greift der Hai schon an, Kumpel? Nee, er schwimmt da hinten rum. Gut, ich habe jetzt auch hier so eine Waffe. Guck, ich habe jetzt hier so Peaks. Ich sehe gar nicht, dass du eine Waffe hast. Du kannst hier auch reinspringen, ja, so wie ich jetzt, und kannst auch hier crappen mit E. Der Hai kommt, ne? Ja, aber wenn du mutig bist, so wie ich, dann kann man das ab und zu mal machen. Der Hai darf nur eben nicht zu nah an dich ran. Wenn du mutig bist, so wie ich. Ja, ich bin ja halt ein Teufelskerl, du. Also wenn du irgendwas im Wasser siehst, kannst du auch mal reinspringen. Wie er da durchspaziert und der Hai interessiert sich gar nicht für ihn. Das sieht total crazy aus. Hier, da ist doch irgend sowas. Hast du es eingesammelt? Hier ist so ein bisschen Dreck. Ja, gut gemacht. Hatch, ich muss dir halt alles beibringen. Du bist halt noch jung und dumm. Was heißt da oben Fatigu? Fatigu, keine Ahnung. Was ist Fatigu? Das heißt Versionkreis. Das nennt man Version, dieses Fatigu. Boah, ich kann unendlich viele Planks aufheben. Echt jetzt? Kannst du cheaten? Ja. Krass. Deswegen habe ich dich gebaut. Mein kleiner cheatender Freund. Ey, ich hab so viele Planks. Und dann gehst du auf B und dann kannst du dir hier so einen Hammer zum Beispiel zusammen craften. Und mit dem Hammer kannst du dann Sachen bauen wie jetzt hier eine Foundation. Guck, jetzt ist das hier ein bisschen größer. Jetzt kriegen wir schon. Aber der Hai kommt. Da brauche ich Metall für. Ja, sammel halt ein bisschen Metall für ein. Hab ich nicht. Retarded Boy. Metall? Hier drüben ist so ein bisschen Metall. Wo? So, ich habe das Ding mal hier repariert. Und wir müssen dann Netze bauen, ja? Also Netze sind ganz, ganz wichtig, denn da bekommen wir dann mega viel Shit. Aus Netzen bekommen wir richtig viel Shit. So ist das immer. Man braucht immer ein Netz, was einen überleben lässt. Alter, und dann stehe ich hier, weißt du, heute Morgen bin ich wach geworden. Vor einmal liege ich hier auf so einem Brett und ein Typ reibt mich mit Sonnenmilch ein. Ja, ist doch schön, oder? Ich meine, das ist doch richtig geil. Du wurdest angespült, ich wollte nur, dass du länger lebst. Ist doch richtig, richtig geil, oder? Guck mal, wie er hier rumsteht. Craft ich mir doch mal einen Hammer. Bin mir noch nicht sicher, ob ich Kreis wirklich erfunden habe oder ob er ein echter Mensch ist. Das ist schwer zu sagen. Ich
bin auf dem Boot langsam wahnsinnig geworden. Ich habe auch irgendwann nur noch Lieder gesungen. Ich habe einen dicken Hammer, da drüben schwimmt ein Hai. Ich brauche so, was ist das andere, was ich noch brauche? Seil? Eins rein. Ja, das kannst du dir aus diesen Blättern herstellen. Oh, wir verdursten. Wir müssen unbedingt was zum Trinken langsam. Ja, mach mal was. Fertigen. Ja, wie geht bin das? Ich ja schon dabei. Kennt sich doch aus, oder? Aber ich brauche mehr Metall. Mir so einen kleinen. Oh, ich brauche viel mehr Metall. Oh, wir gehen hier vielleicht drauf. Wer hustet denn hier? Ja, ich. Ich habe einen bösen Brechhusten. Hast du Metall? Crap. 6 Stück habe ich, ja. Lass mal ein bisschen Crap fallen, damit ich auch ein bisschen Crap kriege. Wie geht das? Einfach auf B und dann so aus dem Inventar ziehen. Okay, da steht's. Sehr gut. Da kann ich uns nämlich jetzt hier mal schnell so einen kleinen Ofen bauen. Moment. Lass noch ein bisschen Seil herstellen. Oh, das wird knapp. Vielleicht bin ich tot. Bisschen zu viel gebrodelt. Ich habe voll abgenießt. Oh, deine Zuschauer haben es nicht gehört, aber meine bestimmt. So, hier zack und... Entschuldigung, tut mir leid. Schnell hier rein. So. Hier wird was geköchelt. Ich sammle hier nochmal Shit auf. Oh, das wird eng. Das wird eng. Ich bin schon sehr, sehr am Röcheln. Ach, du bist aus Holz. Ich bin normaler Mensch. Du bist eine Schlampe. Aber ich ertrinke auch. Ich verdurste. Es ist jetzt gleich fertig. Ich muss da mal ein bisschen... Oh, du hast hier ein bisschen erweitert. Guter Junge. Gutes Gut, Männchen. Oder? Ich bin Bob. Du musst dir so ein Ding hier bauen. Bob, der Bretterbaumann. Bretterbaumann. War hier so ein Topf oder was? Oh. Aber ich muss erst was trinken. So, ich trinke jetzt schnell. Und dann wird hier wieder geköchelt. Wir brauchen noch mehr von denen. Wir brauchen ganz viele von denen. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen Metall. Ich mache hier dann direkt noch eins. Wie kann ich denn was trinken? Das dauert noch. Erst wenn die Flammen weg sind, dann kannst du trinken. Flammen? Ja, siehst du keine Flammen? Nein. Es lodert hier. Ich mache hier noch ein zweites. Also ich werde uns jetzt erstmal hier ganz viel Getränk machen. Ich meine, natürlich ist es jetzt noch nicht die Spitze des Eisbergs. Natürlich, aber es ist schon early. Aber es ist doch schon geil, dass irgendwie Leute dazu so einen kleinen Mod gemacht haben. Hier, jetzt kannst du trinken. Meine Energie? Hier. Mit E. Und dann auswählen im Inventar, dann kannst du was schlürfen. Und dann musst du wieder Wasser reinmachen, Salzwasser. Ich bin aus irgendeinem Grund wieder komplett voll mit allem. Du bist gestorben und bist wieder da. Krass. Okay, wenn du stirbst, ist nicht schlimm. Du kannst gar nicht wirklich sterben, weil du Teil meiner Einbildung bist. Ich hab's doch gesagt, ich hab mir das Ganze nur ausgedacht. Bob. So, jetzt haben wir auch irgendwann auch Hunger, ne? Irgendwann kriegen wir ja Hunger. Oh, hier war eine Kartoffel in dem Fass. Deswegen brauchen wir jetzt hier so eine kleine Cooking Station, ja? Okay. Die mache ich uns jetzt mal hier drüben hin. Ich hab eine Kartoffel, daraus brauche ich mir einen Freund. Nee, daraus kannst du Strom gewinnen. Kartoffelstrom. Kartoffelstrom? Ja, klar. Können wir das auch an deinen Herzschrittmacher anschließen? Wahrscheinlich, deswegen lebe ich ja noch. Also geh hier schön sammeln und bau uns hier ein riesiges Imperium. Also ich kann jetzt auf jeden Fall viel Boden bauen, weil ich unendlich viele Sachen aufheben kann. Ja, dann bau uns mal richtig hier so Boden und wenn du einen Hammer hast, kannst du auch andere Sachen bauen, ne? Also du kannst auch Hammer. Treppen und so einen Kram machen. Wie, du hast noch keinen Hammer? Ja, ich war doch gerade gestorben. Ach so, du hast alles verloren. So. Kleiner Chipetto. Floor, R to rotate, das stimmt auch. Nee, du kannst auch andere Sachen machen. Wie denn? Andere Maustaste. Ah. Guck mal, ich habe uns jetzt schon Fisch rausgezogen. Zack. Daddy weiß eben, wie es geht. Alter, ich versorg dich. Ich bin dein Sugar Daddy. Du bist meine kleine Floor Bitch. Floor kann ich gar nicht bauen, oder wie? Nee, der muss oben gebaut werden. Da brauchst du einen Pillar und eine Treppe. Das wäre dann die nächste Etage. Foundation muss ich bauen. Erstmal hier noch ein bisschen Foundation. Oh, der Hai kommt. Der Hai! Der Hai! 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 So, hier, ich repariere das mal noch ein bisschen. Demnächst gibt es auch ein Update. Da kommen dann irgendwie Stühle und Kerzen und Licht und Tisch. Wird richtig krass. Kerzen, Stühle, Licht und Fisch? Tisch. Ach so. Schade. Also da kommt richtig der Shit. Ich hab noch ganz, ganz derbe hier. Ich hab noch eine ganz große Nummer hier, das Spiel, ne? Das haben hier irgendwie Studenten aus Schweden, glaube ich. Schweden-Studenten? Entwickelt. Als Schulprojekt. Das ist nur ein Schulprojekt. Wir sind in irgendeiner Grafik-Computer-Designer-Schule und haben das halt gemacht. Und die haben gemeint, aber sie haben sehr, sehr wenig Zeit und hätten nicht damit gerechnet, dass das Spiel hier so ein millionenschwerer, viraler Internet-Hit wird. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich meine, es ist so simpel, weißt du, aber es frisst einfach Zeit, ne? Du merkst es ja, oder?
Ja, aber genau das ist doch das, was den Leuten immer so viel Spaß macht, oder nicht? Sein Leben wegschmeißen, ja, genau. Ja, geil. Ja. Deswegen also, gibt es ja auch Let's Plays. Die Leute schmeißen einfach gerne ihr Leben weg. So, guck mal, ich habe uns jetzt schon mal hier ein schönes Boot gebaut. Ja, und jetzt müssten wir halt irgendwie gucken, dass wir eine Treppe nach oben, weil wollen wir auf einer Ebene alles? Ich meine, so ein Kuschelschlafzimmer da oben hätte ich schon ganz gerne. Ja, also jeder kriegt aber sein eigenes, ne? Ein bisschen schmusi und touchy wäre eigentlich schon ganz witzig. Oder? Jeder kriegt doch sein eigenes. Guck mal, oder wie lang die Angelschnur hier ist. Ich kann ewig weit weg mit dem Ding. Brauch gar nichts angeln, Alter. Ich bin rich. Zack, Alter. Aber ich mache hier echtes Essen. Echtes deutsches nicht, Essen. Ne? Kannst du echt nicht? Nee, irgendwie nicht. Also bist du... Du kannst hier nichts rausnehmen zu trinken. Nee. Okay, ich habe aber noch einen Plan für dich gleich. Vielleicht nur, wenn ich selber baue. Soll ich mal schauen? Wie geht das? Empty Tin Can. Nee. Ja, die brauchst du für Trinki. Hier, so ein Waterpulley-Dings brauche ich. So. Ich mach mal hier so ein Palmending hin. Vielleicht kannst du dann Palme lutschen. Palme lutschen wäre toll. Ich lutsch gern Palmen. Warte, ich mach mal hier so ein Palmending. Wie kann ich diesen Wasseraufbereiter jetzt... Da brauchst du dann eine Tin Can und die musst du einfach dann neu machen, ne? Okay, also dann muss ich nochmal hier rein. Wo gibt's denn Tin Can? Es ist halt mal ein bisschen so ein chaotisches Boot. Normalerweise mache ich ja immer perfekt gebaute, super Traumflöße. Ja, wir aber müssen ja erstmal gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Ja, wir müssen dann gucken, dass wir ganz viele Netze bauen. Und die Netze, die klatschen wir dann einfach überall hin. Und dann machen die Netze unseren Job. Ah, guck mal, also ich muss mir mein Wasser selber kochen. Echt? Ja. Also jeder für sich. Nicht ran. Jeder für sich. Das ist wieder das gute alte, wer es köchelt, der darf es auch trinken. Prinzip, ja, ja, ne? Genau. Ja, dann hier, Teilung, Lagerteilung. Lagerteilung, ja, war ja klar. Aber dann musst du dir auch eine Angel machen, sonst wirst du du wirst verhungern, wenn du dir keine Angel machst. Wie mach ich denn eine? Da ist doch eine. Craft, so easy going. Zack, Angel. So, der Hai heißt übrigens Bruce, ne? Also der hat einen Namen. Ach so, okay. Hab ich so getauft. Eine Cooking Station, aber kann ich nicht machen, weil mir fehlt das hier. Guck mal hier, ich habe eine winzig kleine Palme, siehst du die auch? Ja, ich kann deine winzig kleine Palme sehen. Okay, wollen wir mal so weit in irgendeine Richtung bauen, bis wir mal den Rand der Karte berühren? Das habe ich noch nicht gemacht. Irgendwo da hinten gibt es bestimmt Menschen, Leben, Familien. Da wird geschmust. Drinkable Water, wenn ich das jetzt aufgenommen habe, muss genau, dann einfach Mausklicken, nimmst oder was? Nimmst es, trinkst es, ja, Mausklicken und dann musst du es wieder füllen. Eigentlich total simpel. Voll easy, das Spiel. Alter. Easy, aber genial, oder? Easy, aber genial. So, jetzt muss ich hier eine Angel reinschmeißen, ne? Genau. Dann, wenn der Fisch beißt. Dann, wenn die Angel runtergezogen wird, dann ziehst du das Ding raus und kennst du ja, ne, von deiner Mutter. Naja, ja. Es wird nie alt, oder? Ich meine... Nee, nein, also wirklich nicht. Also selbst hier draußen auf dem Meer... Glaub mir, Mutterwitze haben mich vom Wahnsinn abgehalten. Ja, ist echt so, du lachst, aber ist echt so. Ich finde, kann man hier nicht so ein automatisches Angelsystem entwickeln? Der Hai, ne? Der will ja, nicht. Aber ich finde, wir müssen... Der kommt auch gleich, glaube ich. Der beißt hier. Guck mal, der plant schon. Oh, der will da in deinen Schnödel reinbeißen. Hast du gesehen? Ich habe dein Ding hier verteidigt. Ich habe nichts gesehen. Jetzt repariere ich hier sogar. Weil das geht auch kaputt, ne? Der kann kaputt machen. Ach, und bau mal hier noch mehr Foundation. Ich finde, wir müssen noch ein bisschen erweitern. Das wird mir langsam hier zu eng. Ich brauche meinen Personal Space auch. Ja, war ja klar, war ja klar. Weil ich baue dann hier ein paar Netze gleich hin. Ich gleich mal Netz. Foundation da. Überall Netzer, weißt du ja, ne? Günther, der alte Günther. So. Aber ich brauche mehr von diesem Fizzle-Zeug hier. So, haben wir hier schon mal ein Netzi. So, dann kann ich mir nämlich unendlich viele Seile machen gleich. Echt? Mach mal unendlich viele Seile, das wäre richtig geil. Dann kannst du nämlich unendlich viele Netze machen. Das wäre richtig gelo. Wo willst du noch Boden haben? Überall, einfach mal so ein bisschen erweitern. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Etage. Weil ich kann ja nicht cheaten, ich bin ja der ehrliche Ape. Der ehrliche Ape. Du nutzt mich ja nur aus, mich und meine Cheatkraft. Ja, wie in jedem Spiel. Ich meine, hast du eigentlich mal ein Spiel ohne Cheaten geschafft? Genau. Wir erinnern uns an die guten alten Mufodai-Zeiten. Man nennt mich Daddy No Cheat. Ja, Daddy No Cheat, vielleicht Daddy No Dick. Daddy Dick Dick meinst du? Ja, ja, genau, der bin ich. Pick up drinkable water.
Ja, wenigstens kannst du da nicht cheaten. Ja, klar. Das geht oben rein, unten raus. So ist es eben, wenn man Holzklotz ist. Eine Holzscharte. So, ich bin hier nur am Kochen. Soll ich mir noch eine Tin Can machen? Ja, aber ne? Ich muss ja hier richtig überleben, weißt du? Weil du musst Sachen einsammeln und da kommt schon wieder ein Hai. Bei mir ist richtig Stress. Ja, genau. Also wenn ihr mal eine geile Aufnahme sehen wollt, schaut mal bei mir vorbei. Mhm, genau. Da könnt ihr mal gucken, schaut mal lieber nicht bei Kies, was da geht. Da könnt ihr mal gucken, wie das richtig geht. Da seht ihr nur, wie ihr kleinen Kindern die Hose klaut. Ja, vielleicht bei dir. Auf dem Pinocchio-Kanal, aber nicht bei mir. Dick Nocchio, Alter. Dick Nocchio, das heißt... Du bist eine echte Junge geworden und jetzt lüge. Echte Junge! Ja, jetzt lüge, du hast ja so eine harte Holz. Lüge, während ich mich bücke. Mach mal Netze, Günther. Günther! Weil da müssen wir hier nicht mehr selber sammeln. Ja, ich muss erstmal hier meine Makrele essen, Junge. Haben wir hier Personal. Ja, schöne Makrele. Ich habe ja hier Personal. Ich baue keinen Boden mehr selbst. Wo hättest du es denn gern? Hier, wo dein... Alles hier so voll. Auch noch ein bisschen hier lang. Überall, wo das Treibgut eben vorbei kann. Weil da müssen wir hier... Netze, oder wie? Genau, dann machen wir hier einmal so... Du kannst auch vor den Netzen wieder Foundation bauen. Die kann man auch zubauen. Das ist ja kein Thema, du. Da kannst du irgendwann die ganzen, ja, da kannst du hier alles zwischen mit Netzen machen und so. Und Seitennetz, vorne Netz, hinten Netze. Netze. Wo sind die denn? Überall Netzen. Wo sind denn Netze? Bei dem Zelt. Bei dem Zelt sind die Netze. Bei dem Zelt sind die Netze? Ja. Bei mir ist da Kroplot. Du brauchst erstmal Seil, ne? Und dann bei dem Zelt ganz unten das Netz. Dafür brauche ich, okay, dafür brauche ich Seil. Du kannst Seil ja cheaten, hab ich nicht weil mehr. Du so ein geiler Typ bist. Dann brauche ich hier einen Haufen Thatches. Ja, ist echt krass, ne? Was Pinocchio alles kann. So, dann machen wir Seile ganz viele. So. Dann machen wir hier. Okay. Kann ich... Muss ich die jetzt einzeln da reinstecken, oder wie? So, guck mal hier. Ich mache hier noch eine Palme zum Wedeln. Kann da kein Seil reinmachen. Wie, klar. Rot angezeigt. Dann kannst du die droppen. Warte mal. Also ein Netz, nicht ein Seil. So, ja, guck hier, ich kann es noch machen. Hä, habe ich jetzt eine Foundation aufgehoben? Ah, ne, hier ein Netz. Ja, geht doch. Hier, zack, Netze. Easy. Und wenn du dir eine Axt machst... Ah, ich habe wieder kein Seil. So, hier. Wenn du dir eine Axt machst, dann kannst du hier so eine Palme fällen. Dann hast du Kokosnüsse. Oh, Kokos... Oh nein, ich habe einen rohen Fisch gegessen, aus Versehen. Fuck. So, Der Hai greift an. Wo denn? Hier drüben. Ich bin der Einzige, der hier wirklich kämpft, ne? Mir kann der Hai nix. Ja, weil du unsterblich bist, weil du nur Einbildung bist. Du Makrele. Nun, na und, wo ist das Problem? So, Wasser kochen. Also ich muss mich eigentlich nur um meine Nahrung kümmern, hauptsächlich. Ja, ich muss mich um alles kümmern. Ey, ich hab doch ohne mich gäbe es hier gar keinen Boden in dem Laden. Ja, hallo. Mr. Boden. Ja, Mr. Boden, genau. Ohne Mr. Boden gäbe es nicht mal hier vernünftige Hoden. Ich angel hier auch im Holz. So, hast du schon beim Holz geangelt? Ja, klar, ich angel immer im Holz. Du hast nicht meine Angel in der Hand? Guck mal hier, ich mach das mit eine Angel in der Hand. Beim Gehirn, siehst du das? Ich habe nämlich richtige Hände, du hast nur so Stumpen. Du bist nur so ein Holzmännchen. Hier aus Tekken, Alter. Ja, genau, ja. Du bist so ein Tekken-Männchen. Ja, der Tekken-Mann. Der Tekken-Mann. Chantalle, ich hab dir gesagt, der Tekken-Mann. Der Tekken-Mann, du sollst ihn in Ruhe lassen, habe ich dir gesagt. Kannst nicht immer den Tekken-Mann anfassen. Also ich komme auch mit einer Kochstation zurecht, ne? Soll ich hier noch ein bisschen Boden bauen für dich, oder was? Nee, wir müssen ja irgendwann nach oben bauen, Doppelkock. Ja, aber trotzdem, damit sie halt hübsch aussieht. Sieht doch hübsch aus, oder nicht? Bist du unzufrieden? 11 von 1, hä? Achso, mir fehlt Holz. Ah, hebe ich mal noch so ein paar Planken auf. Ja, aber guck mal, jetzt kommt der große Trick. Ich hau hier mit meiner super coolen Axt, ne? Gegen die Palme, ja? Da bekomme ich erstens ein paar salzige, haarige Nüsse. Die sind wohltuend und gut für meinen Elektrolytehaushalt. Ne? Da habe ich erstmal hier so ein bisschen Nussgold. Und wenn ich die Nüsse trinke,
bekomme ich auch hier noch so ein bisschen Mangold. Und zwar Samen. Und die Samen kann ich ja wieder hier reinhauen. Und das ist dann so ein eigenes Ökosystem. Da hast du irgendwie immer Holz, Blatt und Nuss. Alles, was ein Mann braucht, ne? Ja, dann hast du alles, was du brauchst. So, können wir direkt wieder Wasser machen. Kann ich zwei Kannen auch kochen? Nee, ne? So, hier nochmal reingeangelt. Angli, Schwangli. Doch, du kannst auch... Naja, du musst dir halt zwei Stationen machen. Also für Wasser würde ich schon zwei Stationen machen. Ist deutlich angenehmer. Ein Mann mit zwei Bechern ist einem Mann mit nur einem Becher deutlich überlegen. Muss man einfach hier mal ganz klar sagen, ne? Es fühlt sich gut an. Nimm dir die ganzen Items weg. Es fühlt sich gut an, zwei Becher zu haben. Naja, also ich habe zwei Becher, aber nur eine Cooking Station, aber das ist nicht so schlimm. Hier fehlt ein Netz hier drüben, ne? Das ist nicht so Shiloh. Ja, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich bin mal ein ganz frecher Dude. Und ich mache jetzt mal hier eine Kiste. Guck mal hier. Echte Kiste. Cool. Zack. Kannst du da ran? Kannst du da Sachen reinlegen? Wo ist die Kiste denn? Siehst du die? Da vorne. Kann sie open? Ja, ja. Leg mal was rein. Ich leg mal rein, zwei Kartoffeln. So. Okay, jetzt gehe ich mal hin. Und ich sehe aber keine zwei Kartoffeln. Echt nicht? Geh du nochmal hin? Sind die noch drin? Ja, sind noch drin. Okay, das geht anscheinend noch nicht. Aber ich denke, das kommt alles. Ich meine, das ist jetzt total early. Ne? Ja, das ist ja, das gibt's ja gar nicht. Also ja, es ist nicht mal wirklich geboren. Inofficial? Das ist also ultra inofficial. Das ist der heiße Schulhof-Shit. Oh ja. Wir waren extra auf, wir haben uns extra auf Schulhöfen rumgetrieben. Wir wurden auch mehrfach merkwürdig angeguckt. Ja, um zu forschen. Und zwar nicht das, was ihr denkt, sondern was die Kids halt mögen. Wir forschen halt woanders. Ne? Kindermarktforschung. Ja, man muss sich da jetzt so ein bisschen dran... Hast du meine Makrele gegessen? Nee, kann ich ja gar nicht. Gegessen. Ja, das hast du jetzt. Weil, getrennte Wirtschaft. Kannst du eigentlich dann meinen Nussbaum abholzen? Geht das? Ich sehe gar keinen Baum. Echt? Bei mir ist kein Baum. Hier drüben siehst du keine Palme. Nein. Kannst du jetzt hier mit einem Samen eine Palme reinstecken? Wäre das für dich möglich? Schau mal. Wäre das für dich möglich? Ja, es ist möglich. Also könntest du jetzt hier deine eigene Besamung machen? Ich habe jetzt zwei Samen reingesamt. Und dann siehst du jetzt eine Mini-Palme, so eine ganz kleine. Ja, genau. Okay, das geht dann schon. Die wächst jetzt langsam. Das heißt eigentlich, Moment, ich mache mal hier noch einen Becher. Heißt es dann, dass ich hier drüben in deinen Ofen einen Becher reinstellen kann? Ja, ich kann hier meinen eigenen Becher reinhängen. Aber ich kann meinen Becher nicht in deinen Ofen hängen, wieso? Tja. Oh, ich habe den Hai getötet. Kommt der dann wieder? Der kommt wieder, ja, aber der gibt Fleisch. Gutes Fleisch. Richtig oh, gutes ich hab Fleisch. Aber kein, ich will auch Haifleisch. Tja. So, die Folge ist jetzt leider vorbei, denn das Spiel ist abgeschmiert. Es ist, wie gesagt, alles noch ganz, ganz, ganz am Anfang, im Anfangsstadium. Wir werden jetzt noch ein bisschen unsere Kokosnüsse einreiben, nicht wahr, Kreis? Ja, ich glaube, du bist noch ein bisschen im Anfangsstadium, aber das gehört jetzt nicht zum Thema. Egal, du reibst meine Nüsse. Also, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem coolen Raft-Koop-Shit, dann zeigt das mit einer schmucken kleinen Bewertung. Kreis hat irgendwas von 4.000 oder 5.000 Likes geredet, dann bauen wir uns... Ne? Riesigen Traumpalast. War das so? Ja, dann gibt es die schon. Offizielle Traumpalast-Merchandise, Raft-Insel. Und ja, danke fürs Zusehen, rein bewerten, bis zum nächsten Mal und tschüss! Marina!